Du, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns wie jeden Morgen auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen heute Morgen schon großartige Wohler. Gap wurde direkt geschlossen und wir befinden uns bei 15.144. Das heißt, ich platziere meine erste Box, meine erste Falle auf dieses Level dort unten. 15.107 Long, 15.092 Short. Wir sind unterhalb des Daily Pivots und schauen uns jetzt an, wie ist denn an den Non-Farm Payrolls am Freitag, wie waren die Blue Boxen? Wir waren ja Freitag auf der World of Trading online und ich habe dann live miterleben dürfen, weil ich ja meistens nachmittags nicht trade. Aber ich saß den Christoph gegenüber mit dem Grid-System und ja, war sehr. Wow, sehr überrascht. Wir hatten eine gute Vola dort. Wie schnell der Christoph A redet und B, wie schnell auch die Trades dann in den Gewinn gelaufen sind. Ja, das war schon eine gute Demonstration. Okay, wir haben 25er Punkt dann am Vormittag ja gehabt. Hier, die habe ich teilweise auch hier die 15er im Live-Trading mit auf der WOT auch getradet. Dann war relativ wenig an Bewegung da. Wir schauen mal auf den 5-Minuten-Chart. Was hatten wir? Eine Trading Range von nur 84 Punkte heute Morgen. Um das nochmal zu sagen, haben wir schon 102. Und da konzentrieren wir uns jetzt auf unsere, wie gesagt, Boxen. Und die Vola-Boxen kommen heute rein. Und zwar bei 15.130. 15.130, das heißt, wir sind fast bei der Eröffnung. Und hier nochmal der Hinweis: Wenn die Vola-Box zu dicht am Eröffnungskurs ist, werde ich das Risiko nicht so hoch nehmen. Wenn wir so ein bisschen entfernt sind, 20, 30 Punkte zur Vola-Box, dann gehe ich nach wie vor von 9 bis 9:40 ein erhöhtes Risiko ein. Theoretisch simuliere ich damit einen Hedge-Auflösungstrade, ja, und möchte gerne 0,1% dann direkt verdienen. Wenn das aber zu dicht beieinander ist, nehmen wir eine ganz normale Risiko-Vola-Box und gehen ab dem zweiten Trade auf angepasst. Ja, das nochmal zum Hinweis. Okay, 8:34 Uhr und wie jeden Morgen gehen wir einmal auf die, ja, Großwetterlage ein. Wir fangen an bei Ethereum heute. Wir liegen beim Ethereum bei 3.500 Dollar. Wir sind Tagesbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde sind wir Short, 30 Short. 15 Short und 5 Minuten wieder Long. Also da sind ein paar Wolken zu sehen. Nächster Markt ist Bitcoin. Bitcoin bei 56.000 wieder. Also hat sich schön entfernt. 4 Stunden Long, Tageslong, Stunde Long, 30 Long. 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also da ist der Himmel frei. Ja, und wir haben eine leichte Widerstandszone jetzt bei 56,77 hier. Schauen wir mal. Und wir erinnern uns, da oben liegt das All-Time-High in Bitcoin. Okay, wir gehen weiter in den Dow Jones. Dow Jones auf Daily Basis Short. 4 Stunden Long. Wir gehen einmal auf Weekly. Auf Wochenbasis sind wir noch Long im Dow. Tag Short. 4 Stunden auch Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also da sieht es eher Richtung Süden aus nach wie vor. Wir nehmen heute mal Nikkei, weil ich den gerade getradet habe. Auf Weekly Basis. So, auf Wochenbasis. Hier haben wir den gleitenden Durchschnitt. Auf Daily Basis Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten kurzfristig auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, Weekly sind wir noch Long, 4 Stunden Short, 30 Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da geht es auf Richtung Süden. Jetzt kommen wir zum
Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Short. So, und Daily sehen wir ein bisschen kleiner, wo wir uns hier im All-Time-High befinden. Ja. Die letzte Bastion hier wurde gerissen. Bei 76. So, und da müssen wir jetzt schauen, wie weit das noch die Preise getrieben werden nach oben oder ob es da irgendwann eine Bremse geht. Gold, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short im Gold. Und jetzt kommen wir zum DAX 30. Ihr seht dort oben, ich habe schon DAX 40 da drin, aber die sind noch nicht freigeschalten. Also da kriegen wir noch grünes Licht von JBI. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Okay, das ist der kurze Überblick. Und jetzt fangen wir auch direkt an mit The Box. Und wir sehen jetzt, wir sind wieder bei 15,2. Dichter dran. Das heißt, wir wechseln die Box auf diesem Niveau. So, noch 26 Sekunden bis zur Markteröffnung. Ja, wir befinden uns. Jetzt bei 63. So, ich habe hier, falls wir weiter entfernt sind, hier. Okay. 5,130 für erhöhtes Risiko. Also 15.130 auf der linken Seite. Die Vola-Box läuft dann auch jetzt relativ zügig rein. Hoffe ich zumindest. Linke Seite, die Vola-Box. 43, ich nehme dann oben mal raus und unten rein. Big Number 15107. Ist dann direkt auch hier erstmal Support, Unterstützungszone. Gucken wir mal, ob er reinläuft. Grün. Links die Rollerbox mit erhöhtem Risiko. 37 gehandelt. So, 34. Jetzt ist die Box aktiviert. Jetzt schauen wir mal. 20. Und wir sind jetzt long im ersten Trade. Long im ersten Trade. Ob wir hier nochmal einen Umweg gehen. Und der zweite Trade. Und unser Gewinnziel liegt direkt bei der Big Number, also 15.100. Ganze wird natürlich jetzt, dadurch, dass wir einen Hedge-Auflösungstrade machen, ein bisschen wärmer hier, weil das Risiko etwas größer ist. Hoffen, dass die Richtung der Druck jetzt nach unten kommt.
32 jetzt nach oben.39. Einige Orders jetzt wieder da drin, hier oben. Immer ein bisschen mehr mit. Wir werden jetzt erstmal abgearbeitet. Wir nehmen das Schloss mal raus hier. Siebenunddreißig. Und alles raus. Ah, jetzt seht ihr, geht noch mal ein bisschen weiter nach oben. Das war der Eröffnungstrade mit der Volabox, sogar mit einem erhöhten Risiko. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.